So, LR. Mal gucken, was da ist. Nein, das ist nur... Heute weht wohl eine leichte Brise. Die langen Banner mit dem Logo der Bank wehen so sachte im Wind. Und so weiter und so fort. Das meintest du mit LR. Ich dachte, du meinst Lampe rechts. Und eine Lampe rechts ist nämlich auch etwas. Lampe links übrigens auch. Ja, LR ist... Ich hab schon gedacht, du machst jetzt Codewörter und so. Ja, genau. LR. Natürlich links auch. Das ist Lil Rife. LR steht für Lil Rife. Ich meine, live real. Was? Wo? In der Tür links. In der Tür. In diese Tür? Ja. Oui, oui. Also ich habe, glaube ich, dann alle drei. Weil in der Lampe rechts und in der Lampe links sind sowohl. Ja, aber vielleicht auch. Ist ja irgendwo noch was. Ah, hier, ich sehe was. Hier bei diesem Poller. Ist eine Kuriosität. Ah. Heißes Halsband. Oh Gott. Oh Gott, es wurde deiner Sammlung hinzugefügt. Und der Poller sieht ja auch ein bisschen aus wie ein Poller. Ich meine, wie auch immer. Mhm. Bingo? Ringo Bingo? Ey, da ist ja auch dieser komische, nicht Director, sondern Cutter-Feld. Mhm. Erstmal Ringo. Die Fangirls wollen mehr sehen. Welche Fangirls? Von wem? Und wovon mehr? Ja. Auf dem Schild an der Tür steht geschlossen. Aber ich habe da vorhin eine Frau dran gesehen. Also anders gesagt, es ist geschlossen, außer Trommelwirbel. Wir mögen sie und lassen sie rein. Banken. Okay, neuer Typi hat kein Rätsel. Also gleich unten durch. Der ist gruselig. Also weißt du, das ist jetzt politisch unkorrekt. Nein! Der ist gruselig wegen seinem Mund. Und seine Augen. Seine Augenbrauen. Aber der Mund, was ist das? Aber wie soll ich den jetzt... Wie soll ich den jetzt eigentlich... Nein. Das ist politisch unkorrekt. Ich weiß, das hatten wir bei Pokémon. Also nicht, dass jemand jetzt denkt, ich habe das einfach so gemacht. Das war politisch. Das ist ein Insider, der auf ein angefangenes Pokémon Mond Let's Play zurückgeht. Was noch nicht fertig ist. Was immer noch nicht fertig ist, ja. Und auch nie fertig wird, glaube ich. Noch gruseliger. Ist das ein privater Witz oder dürfen wir mitlachen? Oh. Oder lachen sie einfach nur, weil sie pädophil sind und ein kleines Mädchen empfehlen wollen? Woher wissen sie das? Ah, sie haben mich erschreckt. Aber egal, ist nichts. Keine Sorge. Kann ich dir so sprechen? Mhm. Okay. Ich sorge mich nicht, aber ein bisschen neugierig bin ich doch. Okay. Das ist gruselig. Ich mag ihn. Rätsel bei Cutter. Ah, Mr. Cutter. Ich wusste gar nicht, dass sie hier, dass hier ihre Bank ist. Woher kommt das? Was? Nein, also, bei Pokémon Mond gibt es doch Tali. Und, da haben wir uns auch überlegt, wie wir ihn sprechen. Also, der Co-Kommentator, nicht ich. Der Co-Kommentator und, ja, genau. Also, Tendocast und ich haben das da gespielt. Und ich weiß nicht, das ist irgendwie dann... Habe ich dazu nicht auch einen Trailer gemacht? Mhm. Ja, wenn man sich den anguckt, die Stelle ist mit drin. Oder so eine Ankündigung oder was auch immer, was es war. Ich weiß es nicht genau mehr. Aber es gibt das da auf jeden Fall. Wenn man sich das mal anguckt, da sind auch ein paar sehr lustige Stellen drin. Teilweise welche, die noch nicht mal hochgeladen sind. Pokémon School Musical. Ja, wie auch immer. Oh, hallo, Miss Layton. Wie habe ich denn nochmal gesprochen? Hm, hm, hm. Oh, hallo, Miss Layton. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, wo ich bin. Reggie hat mir dieses Rätsel gestellt und ich kann es einfach nicht lösen. Wirklich, Mr. Rectum? Stellt Rätsel? Hey, manchmal, ja. Sie möchten mir nicht zufällig helfen. Hier, ich zeige es Ihnen mal. Ja, ich glaube, so war der. Ich habe nur noch zwei Punkte. Den muss den Bildschirm ändern. Die Farbe des Geldes. Ach du Schande, das ist ja schon mal... falscher Bildschirm. Der da ist es. Okay. Oh Gott. Wir haben hier eine Mauer mit 12 Abschnitten, die rot, blau und lila gestrichen werden müssen, wie auf dem Bild zu sehen ist.
Ein Topf Farbe für einen Abschnitt kostet 10 Pfund und für Rot, 10 Pfund für Blau und 30 Pfund für Lila. Wie viel kostet die Farbe? Versuche den niedrigsten Preis zu finden. Halt, Moment. Rot, Blau und Lila gestrichen? Mhm. Okay. Also warte mal, ein Topf Farbe. Ja, und wie lange reicht ein Topf Farbe? Für einen Abschnitt. Warte mal, echt jetzt? Ein Topf Farbe für einen Abschnitt kostet 10 Pfund. Ach so, für einen... Okay, okay. Und 12 Abschnitte. Mhm. Okay, können wir? Wir können. Das sollte reichen, denke ich. Ich hasse Wir lösen wirklich jedes Rätsel. Es ist ein Mathe-Rätsel, also mit einem kleinen Kniff. Ja, aber du bist viel zu schnell. Entschuldigung. Das war halt schon. Es sind 14, oder? Mhm. Also. Was? Also es sind 45. Nein. Warum? Pro Abschnitt. Mhm. Rot 10? Also rot sind 5 Abschnitte für rot. Ja, das wären schon mal 50, ne? Ja. Dann 5 mit Blau sind auch... 100. Dann sind es insgesamt 100. Ja. Und Lila ergibt sich aus Blau und Rot. Richtig. Dann sind es 20 plus 20 sind 40. Warum sind es 20 plus 20? Weil da zwei lila Felder sind. Richtig. Und wie viel Farbe brauchst du für zwei lila Felder? Ja, wenn du zwei Töpfe mischt, hast du ja immer noch so viel Farbe, wie in zwei Töpfen ist. Oh nein, jetzt habe ich aus Versehen eine 6 eingetragen. So. Keine Sorge, gab nur ganz viel Gequatsche und ein Rätsel. Ein kostengünstiger Regenbogen. 6 rote Töpfe und 6 blaue Töpfe kosten insgesamt 120 Pfund. Mischst du einen Topf rote Farbe und einen Topf blaue Farbe, erhältst du 2 Töpfe lila Farbe. Achte aber beim Mischen auf das richtige Verhältnis. Moment mal. Geht gar nicht. Ja eben, wenn man Topf und Topf das mischt. Das ist es ja gerade, deswegen habe ich ja nicht dran gedacht. War eigentlich, um einfach nur so ein Lila rauszukriegen, musst du einfach nur ein bisschen Blau in das Rot einmischen. Echt? Also noch ein bisschen mehr Blau, so ungefähr vielleicht. Ach so, oh. Ein Viertel ja. davon. Ach so, also dann ist das ja, naja, stimmt. Also dann ist dieses Rätsel auf diese Art und Weise gar nicht lösbar, weil man nicht weiß, wie viel Blau genau man... Finde ich auch. Ja. Ich finde das gemein. Mhm. Aber dann kann es auch passieren, dass du einen Topf blau und zwei Töpfe rot brauchst. Das ist echt mies, das ist schlimm. Grausam. Oh. Ey, Farben sind mein Ding, das ist gemein. Ja, Malerei und, nee, eigentlich eher Zeichnen, aber trotzdem überhaupt, so Kunstsachen sind eher ihrs. Aber Mathe ist halt mehr meins. Du hast Rätsel... 85 Rätsel gelöst. Dafür erhältst du ein Interieur-Ticket. So, also weiter. Ja, so geht das. Hilft Ihnen das weiter, Mr. Cutter? Grandios! Bei Ihnen sieht das so einfach aus. Offenbar sind Detektive die geborenen Rätselfüchse. Das behalte ich fürs nächste Mal im Hinterkopf. Was denn? Kira schreibt gerade, um nochmal zu sagen, was gerade los war. Es gab Zweifel an der Korrektheit meiner Counter-Notizen. Stimmt. Mhm. Und dann habe ich herausgefunden, es waren tatsächlich 10 Rätsel in der letzten Aufnahme. Und ich habe irgendwie nur 9 zusammengerechnet. Ja, und wollte mir einen Punkt nicht. Halt mal. Ich Depp. Kann ich nochmal meine Notizen haben? Es sind 10 Rätsel. Siehst du hier irgendwo einen Briefumschlag? Ich sehe ihn. Da habe ich das nämlich draufgeschrieben. Ich Vollidiot. Ich Depp. Nee. Nein, doch nicht. Okay, ich hab hier 6 Striche für dich und 3 für mich. Ja. Okay, dann bin ich nur ein Vollidiot, weil ich nicht zählen kann. Und nicht, weil ich das System von Strichlisten nicht verstehe. Das verstehe ich nämlich doch. Gut. Wenn Marc da wäre, würde es noch länger dauern. Okay, alles klar. So, wir sollen da rein, nicht wahr? Du bist schon drin. Oh,
Maria möchte, dass du mir eine Umarmung gibst als Aufmunterung. Willst du die? Von ihr, ja. Also ich soll sozusagen eine von ihr gesponserte Umarmung an dich weiterleiten. Ja. Ah. So. Dankeschön, fühle mich gleich wieder mehr aufgemuntert. Meine Güte, hier drin ist es ganz schön einsam ohne Kunden, was? Oh, aber da drüben steht eine Frau. Schaut mal. Die hat auch keine Kunden. Ja, sie ist keine Kundin. Das ist die Generaldirektorin der Bank. Die Generaldirektorin? Dann ist sie also sehr wichtig. Ganz recht, mein Guter. Die Large Reserve Bank hat Filialen im ganzen Land. In welchem Land? Nicht in Deutschland. Welche ist denn deine Bank? Nein, jetzt fangen wir nicht mit sowas an. Die Bank meines Vertrauens ist die Ersatzbank. Ja. Jeder hat ihren Filialleiter und die Dame dort drüben ist die Chefin dieser Chefs. Der Herr, der um diese Ermittlungen gebeten hat, meinte, sie wüsste alles Weitere. Gut, dann lassen wir uns mal über alles Weitere erzählen. Dann tun wir das. Oder erstmal... In der Feder ist ein Rätsel! Welcher Feder? Die ganz rechts. Auf dem Tisch. Da sind viele. Also die rechte Seite, ja, mit den Tischen schon. Und... Gut. Ein Stift auf jedem Tisch? Die Kunden der Bank können sich an diese Tische setzen und daran schreiben. Schmutzfinken. Sie sollten auf Papier schreiben, nicht auf die Tische. Oh, schaut mal, bei dem Stift hier liegt ein Rätsel. Oh, gab's da nicht mal diese Stifträtsel in dem... Oh, war das auch in Layton? Also irgendwo in der... verlorene Zukunft, ja. Wo sie mit sich den schwarzen und sonstigen... fragen mussten. Genau. Ja. Mit den farbigen Stiften. Ausmalen! Ja! Moment. Dieses Bild wird ein auf diesem Bild wird ein Quadrat ausgemalt, sobald Linien um es herum gezogen wurden. Kannst du dafür sorgen, dass vier oder mehr Quadrate ausgemalt sind, wenn du einen Buntstift antippst und so weiter, verschwindet er und eine Linie erscheint an seiner Stelle. Die Linie wird in die Richtung gezogen, in die der Buntstift liegt. Wähle die Buntstifte der Reihe nach aus, um die erforderlichen Linien zu ziehen. Aha. Ich verstehe es nicht. Du kannst... Auf diesem Bild wird ein Quadrat ausgemalt, sobald Linien um es herum gezogen wurden. Mhm. Kannst du dafür sorgen, dass vier oder mehr Quadrate ausgemalt sind? Okay. Ach, die muss man jetzt auch noch... Oh, man muss irgendwo anfangen und dann weitergehen. Das ist ja grauenvoll. Ist ja eklig. Ich hab's. Okay. Zwar hauptsächlich durch Glück, aber... Ja gut, dann ist halt so. Also ich habe günstig angefangen und dann... Hm. Okay. Ach, das ist aber auch gar nicht so einfach, finde ich. Also wenn man jetzt so nicht zufällig Glück hat. Also ich hatte halt das Glück, dass ich beim Richtigen angefangen habe. Mhm. Oh. Situation, ja. Okay. Aber das Quadrat hatte ich auch. Das hattest du auch mit drin. Okay, dann ist das ja... Aber trotzdem ist hier falsch. Zurück. Nee, das kannst du so lassen. Na, aber ich kann es ja nicht... Ich komme ja nicht weiter, wenn Doch. Ich jetzt... Nein. Du kannst jetzt einen neuen Stift antippen. Ach so, oh, das ist ja gemein. Das wusste ich gar nicht. Das wusste ich auch nicht, bis ich... Das hatte, was du jetzt noch machen musst und dann... Mhm. Ich geguckt habe, ob ich noch was machen kann. Mhm. Ach, das ist ja ein Ding, ey. Okay.
Ah, dann weiß ich schon, wie ich weitermachen kann. Zack. Und jetzt muss ich mal schauen, ob ich nicht eventuell... Nee. Was? Ist doch! Warum ist das falsch? Ich bin mir nicht sicher, aber es ist auf jeden Fall das richtige... Muster? Ja. Ich glaube, ja, du musst es nicht... in einem Stück machen, irgendwie. Okay, dann nochmal Zug zurück. Nochmal Zug zurück. Nochmal. Na, warte mal, also kann ich jetzt... Nee, ich kann hier. Ja. Ich finde es trotzdem doof, dass es auf die andere Art und Weise nicht ging. Aber okay, also auf jeden Fall den Punkt hast du dir verdient. Ja. Aus welchem Grund auch immer. Ob es nur Glück oder Können war. Ich hatte einfach nur das Glück, dass ich richtig angefangen habe. Mhm. Tolle Strichführung, du. Strichführung. Du hast die Quadrate gut eingerammt. Aber am Ende hast du doch alles ausgemalt. Boah.